Lieschen Müller ist 70 Jahre alt, obdachlos und bringt sich als Flaschensammlerin durch. Sie sagt, sie wäre Afghanin in Kabul geboren. Der Name Lieschen Müller ist nicht das Einzige, was an ihr nicht stimmt. Heute ist der Arzt im Café mit Herz. Er gibt Lieschen Müller Medizin gegen ihre schwere Bronchitis. Fragen stellt er keine. Viele Patienten würden, wenn sie zu sehr hinterfragt werden, wenn man zum Beispiel jetzt, so rumbohrt und die Schutzhülle aufbricht, würden viele im Grunde genommen, glaube ich, nie wiederkommen. Und insofern sind einige halt ein bisschen auf der Flucht vor sich selber oder auf der Flucht vor sonst wem und versuchen auf diesem Wege eben halt gesundheitlich klarzukommen. Nils-Peter Hohmann opfert seit 2,5 Jahren seinen freien Mittwochnachmittag. Mit der Unterstützung seiner Frau behandelt er ehrenamtlich die Bedürftigen. Seit 2000 ist das Café mit Herz im Souterrain des ehemaligen Hafenkrankenhauses Anlaufpunkt für Obdachlose und Gestrandete. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Das lief bisher reibungslos bis zum vergangenen Oktober. Der Spendeneinbruch erfolgte zeitgleich mit der Flüchtlingskrise und mit der großen Not. Und dann haben die Leute für diese andere Not gespendet, ne? Und total vergessen, dass es uns auch noch gibt. Also ich hatte das Gefühl, wir werden eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen, wir finden gar nicht mehr statt in der Öffentlichkeit. Die Kleiderkammer des Cafés ist gut gefüllt, auch um das Essen muss man sich keine Sorgen machen. Die Tafel beliefert den Verein regelmäßig mit Lebensmitteln. Für den Mittagstisch kochen große Betriebskantinen mit. Doch die Geldspenden werden zu einem dünnen Rinnsal. Das Café mit Herz ist darauf angewiesen, in den Wintermonaten den Hauptteil seines Spendenaufkommens zu erhalten, weil die Spendenbereitschaft im Sommer eher gering ist. 14.000 Euro werden im Schnitt pro Monat gebraucht, um die laufenden Kosten zu decken. Wenn eine andere, konkurrierende Not den Spendenfluss umlenkt, ist bei Margot Glunz Eppe in der Kasse. Wir haben das auch gemerkt bei dem Tsunami. Da hatten wir auch einen Spendeneinbruch ohne Ende. Nur die Berichterstattung, die war ja dann irgendwann zu Ende. Und dann hat man sich auch wieder an uns erinnert. Ne? Und jetzt mit dieser Flüchtlingskrise und mit dieser Not dieser Leute ist es halt so, die Bilder hören auch nicht auf, weil die Not nicht aufhört. Und dadurch kommen wir halt immer mehr in Vergessenheit. Müsste das Café mit Herz schließen, dann würde für die Gäste nicht nur eine Versorgungseinrichtung wegfallen. Es fehlte auch ein sicherer Hafen, eine vertraute Begegnungsstätte. Ich bin ungefähr 4 Jahre hier. Und was bedeutet das für Sie? Ja, das ist ein guter Anlaufpunkt. Also erstmal was Warmes im Bauch zu haben. Und vielleicht auch irgendwie Kontakte zu schließen, weil andere sind ja auch in dem Problem drin. Auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ist das tägliche Miteinander zu einem wichtigen Lebensinhalt geworden. Man schätzt sich und stützt sich gegenseitig. Wir machen gerne das für die Obdachlosen, das Essen und alles. Ne? Und es wäre ganz traurig, wenn er kaputt gehen würde. Es wäre ja schade, wenn wir hier nicht mehr sein können. Ne? Es macht Spaß, die zufriedenen Gesichter zu sehen. Jewgenia Brem hat vor wenigen Wochen erfahren, dass sie zum Ende des Monats ihre Wohnung verlieren wird. Die geborene Estin hat furchtbare Angst vor der Obdachlosigkeit. Ich weiß nicht, was soll ich machen, was? Ich habe keine Verwandte, keine Bekannte, ich habe keine Freunde, ich habe keine Familie, ich bin alleine. Und schlecht. Margot Glunz hat der 55-Jährigen erst einmal ein Zimmer in der obdachlosen Unterkunft Pik Ass besorgt. Für Jewgenia Brem ist das Café mit Herz die einzige Stütze, die sie hat und die sie in Zukunft mehr denn je brauchen wird.